Ja, also der KI-Campus des Stifterverbandes, das ist für uns von ganz herausragender Bedeutung. Wir bauen ja in HalbOne ein großes Innovationssystem für künstliche Intelligenz auf, haben einen Wettbewerb für uns entscheiden können zum Aufbau eines Innovationsparks für künstliche Intelligenz. Und jetzt ist klar, dass wir, wenn wir dort Unternehmen, Institutionen, Einrichtungen ansiedeln möchten, dass wir Unterstützungsleistungen bieten müssen. Und der KI-Campus ist eben da ein wichtiger Faktor, um einfach Weiterbildung, Ausbildung in diesem Bereich anzubieten. Also die Dieter-Schwarz-Stiftung ist sehr froh, dass der Stiftungsverband an uns herangetreten ist. Und selbstverständlich fördern wir sehr gerne den KI-Campus, weil er einfach einen ganz, ganz wichtigen Beitrag in unserem Ökosystem leistet. Wir haben jetzt seit einem Jahr den KI-Campus bei uns in Heilbronn, einen Ableger, wenn man so möchte, des KI-Campus in Berlin. Und wenn ich jetzt einfach zurückblicke, dann hat dieser KI-Campus ganz wertvolle Beiträge zur Entwicklung unseres Ökosystems geleistet. Es gab viele Veranstaltungen, zu denen wir Unternehmen, zu denen wir auch Bürger eingeladen haben. Und das Thema künstliche Intelligenz ist einfach zurzeit in aller Munde. Seit November, muss man ganz ehrlich sagen, seit OpenAI eben das ChatGPT auf den Markt gebracht hat, haben wir eine völlig andere Wahrnehmung. Und dafür sind die Veranstaltungen des KI-Campus von ganz herausragender Bedeutung.